Hallo, heute zeige ich euch, wie man so eine Origami-Knalltüte selber bastelt. Dazu benötigen wir ein quadratisches Blatt Papier. Als erstes falten wir das Blatt von hier nach oben, in die Mitte. Jetzt falten wir das Blatt wieder auf und falten alle vier Ecken in die Mittellinie. Wenn ihr das gemacht habt, sieht es dann so aus. Jetzt falten wir die obere Hälfte zur unteren und knicken diese Ecke zu dieser, damit hier eine Mittellinie entsteht. Jetzt falten wir das Blatt wieder auf und falten diese Ecken hier zur Mittellinie nach oben. Wenn ihr das gemacht habt, sieht es dann so aus. Jetzt falten wir das Blatt einmal nach hinten, sodass ihr es hier in der Mitte richtig knicken müsst. Achtet darauf, dass es hier gleichmäßig ist. Und fertig ist unsere Knalltüte. Jetzt greifen wir an diesen Eck und schlagen einmal fest von oben nach unten. Genau, das sieht dann so aus. Jetzt nehmt ihr hier den oberen Teil und stecken wieder rein. Jetzt könnt ihr den Vorgang wiederholen. Genau, das war's von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.